wir haben vorhin schon gesagt, es geht hier nicht nur um das Genussgift, es geht auch um Cannabis als Medizin. Und das ist eigentlich ein Bereich, der lange, lange gesetzlich geklärt sein sollte. Dass dem nicht so ist, kann unser nächster Sprecher aus eigener Erfahrung erzählen. Günther Weiglein, seines Zeichens Cannabispatient aus Würzburg, also aus dem dunkelsten Teil der Republik. So viele waren es letztes Jahr noch lange nicht gewesen. Es ist fantastisch, wie viele Leute ich hier heute sehe. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin einer von denjenigen hier im Lande, ich hatte einen Motorradunfall, die Schmerzen haben und aufgrund von Schmerzen dafür gekämpft haben, eine Genehmigung zu bekommen, um diese Pflanze, um die es hier heute geht, legal nutzen zu dürfen. Und das darf ich mittlerweile seit 3 Jahren und ich tue es gerne, weil ich sehe, dass es mir hilft. Ich persönlich bin jetzt aber heute nicht nur hierher gekommen, um meinen Mund dafür aufzumachen für die medizinische Nutzung von Hanf, sondern auch ich bin hier für die Legalisierung von Hanf, für die Freigabe von Hanf von einer Pflanze, die nie verboten war. Ich selbst gehe jetzt auf die 50 zu. Ich habe noch eine lebende Großmutter mit 95 Jahren, die zu Zeiten groß geworden wurde, wo es diese Prohibition noch gar nicht gab. Wir sind hier wegen Cannabis oder ich bin hier wegen Cannabis und ich setze mich für die Legalisierung von Cannabis ein, weil wir haben es hier nicht nur, es ist für mich keine Droge, für mich ist es Medizin und für andere möchte, ist es vielleicht ein Genussmittel und für den Dritten ist es ein Hausmittel. Wir haben es mit einem Hausmittel zu tun und das sollte auch als solches gebraucht werden dürfen. Schande. Ich finde es eine Schande für dieses Land, dass Menschen mit Schmerzen hier durch die Republik reisen müssen überhaupt, um dafür zu kämpfen, dass sie ein adäquates Schmerzmittel bekommen. Seit 3 Jahren, seitdem ich Cannabis bekomme, habe ich alle anderen medizinischen Produkte abgesetzt. Ich brauche nichts mehr anderes. Mir geht es gut damit, mir geht es gut mit Cannabis, ich fühle mich wohl, ich kann mich bewegen und ich traue mich hierher nach Berlin zu reisen, um zu den Leuten zu sprechen, um aufmerksam zu machen auf dieses Unrecht, das hier geschieht. Ich bin selbst heute auch schon mit einem Joint in der Hand vorhin vor einer Stunde von der Polizei kontrolliert worden und es war den Beamten sichtlich nicht angenehm, mich hier einfach von dannen ziehen zu lassen. Ich habe meine Tüte nicht ausgemacht. Ja! Schade ist natürlich auf der anderen Seite, dass es hier heute schon Leute gab, wie Steffen gesagt hat, die jetzt schon abgeführt wurden und jetzt, was weiß ich, auf der Wache hier mit sich ergehen lassen müssen. Das ist eine Schweinerei. Und diese Schweinerei muss und wird demnächst ein Ende finden. Dafür bin ich da, dafür, das gibt mir die Kraft, um weiterzumachen. Und ich persönlich glaube daran, dass es keine 10 Jahre mehr dauern wird, bis wir alle und jeder Einzelne, der das möchte, hier sich seine Tüte anbrennen dürfte, kann und sonst was. Es muss und es wird legalisiert werden. Danke. Günther Weiglein aus Würzburg.